Ja gut, zum Jahreswechsel 22/23, da gab es lokal begrenzte Unstimmigkeiten zwischen einzelnen kalifatshauptstädtischen Einwohnenden und den Behörden. Und in bedauerlichen Einzelfällen entwickelten sich daraus ja nonverbale Auseinandersetzungen. Aber daraus den morgenländischen Feiernden mangelnde Integrationsbereitschaft zu unterstellen, das ist doch eine verabscheuungswürdige und fremdenfeindliche Verdrehung der Tatsachen. Denn diese eventorientierten APPs, alias Party People, zeigten doch gerade durch die Verwendung von Silvesterraketen eine bewundernswerte Anpassungsfähigkeit. Denn in ihrer Heimat, da heißt das übliche Feuerwerksmittel Kalaschnikow. Doch auch für schon länger hier Lebende, da besteht die verdammte Pflicht, sich fremden Bräuchen zu öffnen. Ja, warum nicht mal statt dem immer wieder und todlangweiligen Bleigießen gemeinsam an die frische Luft gehen und dort Rettungskräfte per zielorientierter Pyroshow-Kultur bereichern. Das verspricht doch Spiel, Spaß und Spannung für den ganzen Familienclan. Und eine inszenierte Täuschung, das waren doch die Bilder vermeintlich marodierender Migrantenarmeen im Bürgerkriegstaumel. Tatsächlich, da zeigten sie getarnte Reichsbürgerbataillone auf dem Weg zum Silvesterputsch. Und auch die Einsatzkräfte, die müssen jetzt mal selbstkritisch die Ursachen hinterfragen des gegen sie gerichteten handfesten Unmuts. Handelt es sich dabei nicht vielleicht um einen verzweifelten Hilfeschrei von Menschen, die, nur weil sie ihre Maximalpigmentierung nicht der Sonne zu verdanken haben, ständig grundlos von der Polizei diskriminiert werden? Etwa weil sie mit einer kleinen Machete, das ist ja offenbar ein religiöser Kultgegenstand in ihrem Herkunftsland, spazieren gehen. Liebe Zuschauer, wenn die Polizei noch nicht mal sich selbst, geschweige denn uns Bürger, vor westasiatischen Terrorbanden mit Sozialsystem-Ausplünderungshintergrund schützen kann, die in unserer Heimat Gewaltexzesse verüben, wie sonst nur Eroberer in einem besiegten Land, und wenn sich uneingeladene Dauergäste im Gastland ja als überlegene Herrenrasse fühlen, unsere Mädchen und Frauen als minderwertiges Freiwild betrachten und sie ohne Konsequenzen beim einseitig freiwilligen Gangbang-Akt vergewollfergeln und wenn schwerstkriminelle Subjekte als Deutsche bezeichnet werden, nur weil sie durch folgenschwere Fehlentscheidungen vaterlandsloser Politikschauspieler in den Genuss eines bundesrepublikanischen Sozialstaatspasses kamen, obwohl sie offen unsere Werte, unsere Kultur und unsere Religion verachten und obendrein nach dem Slogan Scharia vor Grundgesetz leben, dann, liebe Freunde, dann handelt es sich wirklich um eine Verächtlichmachung des Rechtsstaats. Aber keine Sorge! Per Feuerwerksverbot ist doch das Problem gelöst, ja. Denn wenn Alibaba und die 40 Dealer das Schild Böllerverbot oder Waffenverbotszone lesen, bitte auf Arabisch, denn so viel Unterwerfung, also so viel Respekt muss natürlich sein, dann leisten sie dem umgehend und bereitwillig Folge. So, genauso wie der deutsche Steuerzahler Dummichel, welcher bereitwillig jeder noch so absurden Verordnung gehorcht und in sklavischer Ergebenheit sogar an der frischen Luft Arbeitsschutzmasken trägt und wenn Klabauterbach befiehlt, sogar den ganzen Tag. Und mir stellt sich da die Frage, ob die Berliner Wasserwerfer samt ihrer uniformierten Knüppelgarde etwa zu Silvester dienstfrei hatten? Oder zeigt der Linksstaat seine Wehrhaftigkeit nur gegen friedliche Bürger ohne Arabernachweis, die sich erdreisten, ihre Grundrechte auszuüben und sich weigern, als Versuchskaninchen an einem Pharmakroßexperiment teilzunehmen? Wie auch immer. Bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.